Guten Morgen! Manches Leid ist unvermeidlich und oft auch Signal dafür, dass man etwas unternehmen muss, um Leib und Leben zu schützen. Wie der Schmerz, der uns veranlasst, die Hand vom Feuer zu nehmen. Aber auch geistiges Leid, wie wenn unsere Kinder, Träger unseres Erbmaterials und Garanten für die Überdauerung unserer Art, angegriffen werden und in Gefahr geraten, müssen wir handeln. Generell, wenn Menschen angegriffen werden von Krankheit oder anderen Menschen bedroht werden, sorgt das initiierte Leid für ein Handeln unsererseits und eine Änderung unserer Aktion und ist damit auch Natur gegeben. Das bedeutet, unvermeidliches körperliches oder geistiges Unbehagen ist natürlich und die erste Ebene des Leids, die natürliche Ebene des Leids. Aber es gibt noch eine weitere Ebene des Leids. Die Ebene, die wir durch unser antrainiertes Denken und durch entsprechende Reaktionen hervorrufen. Das ist die zweite Ebene des Leids, die wir entstehen lassen, obwohl sie überhaupt nicht natürlich vorkommt. Ein Beispiel dafür ist, wenn wir nachts durch ein dunkles Zimmer gehen und uns mit einem Zeh an einem Stuhl stoßen. Die Ebene des ersten Leids ist der unvermeidliche Schmerz, ausgelöst durch die Nerven. Das ist natürlich, das Leid ist sinnvoll, da wir dann zum Beispiel auch kontrollieren, weil wir realisiert haben, dass es wehtut, ob der Zeh zum Beispiel gebrochen ist und ob er weitere Behandlung bedarf. Aber sehr häufig fügen wir in dieser Situation eine zweite Ebene des Leids hinzu. Wie der Gedanke, wer hat diesen verfluchten Stuhl verrückt? Diese zweite Ebene kann weiterhin durch neuronale Netzwerke, wie diese funktionieren, habe ich euch ja bereits in einem anderen Video erklärt, hier oben in den Infokarten. Also diese zweite Ebene kann durch neuronale Netzwerke die zweite Ebene wird durch die neuronalen Netzwerke weiter gefüllt. In dem Szenario kann man sich persönlich verletzt fühlen, dass ein zum Beispiel geliebter Mensch, der doch wissen muss, dass ich nachts durch dieses Zimmer gehe, die Gefahr bewusst nicht wahrgenommen hat, die von so einem verrückten Gegenstand ausgeht. Und man kann sich dadurch weniger geliebt fühlen und dann wird man traurig, weil man schon lange das Gefühl oder sagen wir eher das neuronale Netz aufgebaut hat, dass eine Person mich gar nicht mehr so richtig liebt. Und so geht das dann immer weiter. Und dann kommen wir zu einem weiteren massiven Problem. Diese zweite Ebene des Leids kann auch losgelöst von der ersten Ebene existieren, wenn sie sich einmal manifestiert hat. Es bedarf manchmal überhaupt keiner ersten Ebene, um das Leid der zweiten Ebene zu spüren. Wir fügen einfach unserem Leben Leid hinzu, wo gar kein Leid ist. Denn wenn wir in dem Szenario das Licht angemacht hätten und erkannt hätten, dass der Raum total liederlich und unaufgeräumt ist, dann hätten wir uns ja nicht gestoßen. Aber auch ohne dass wir eben dieses Leid der ersten Ebene spüren, kann ein kranker Geist sich trotzdem die zweite Ebene aufrufen und sich denken: Mensch, ich hätte mich hier verletzen können. Bei der ganzen Unordnung hier, warum hat die Person nicht daran gedacht? Sie weiß doch, dass ich nachts durch diesen Raum muss. Sie liebt mich nicht mehr und man wird wieder traurig und so weiter. Es ist keinerlei erste tatsächliche Ebene existent in irgendeiner Form. Man hat kein aktuelles körperliches oder geistiges aktuelles Leid. Aber durch die zweite Ebene und das entsprechende neuronale Netz beginnt man dann tatsächlich zu leiden, obwohl kein Leid da ist. Das ist sowas von sinnlos und unnatürlich, aber es ist das, was in euren Köpfen täglich passiert. Man kann, wenn man das Zimmer dann sieht, die Sachen einfach ordnen und aufräumen und dann ist das Problem der Passierbarkeit des Raumes bei Dunkelheit gelöst und man erinnert tags drauf dann eventuell noch die entsprechende Person noch einmal daran, wie wichtig es ist, diesen Raum ordentlich zu halten, weil man ihn nachts passiert. Und wenn die Person das nicht respektiert und das Vermeiden des Leids durch Anstoß an Gegenstände eine hohe Priorität in dem eigenen Geist hat, dann trennt man sich eben zum Beispiel von dieser Person oder redet nochmal intensiver mit ihr, je nachdem. Aber das sind normale, natürliche Reaktionen. Alles vollkommen im Einklang mit der Natur. Ne? Und ohne künstlich generiertes Leid. Aber welche Gefühle liegen denn dieser zweiten Ebene des Leids eigentlich zugrunde? Warum entstehen neuronale Netze, die uns vollkommen sinnbefreit leiden lassen? Da wären vor allem drei Dinge zu nennen. Habgier, Hass und Verblendung. Habgier sorgt dafür, dass ich eine gewisse starre Vorstellung im Kopf davon habe, was ich erreichen möchte. Und eine Assoziation von Dingen mit einer positiven Gefühlsausschüttung.
dass diese immer nur temporär und genauso aufgesetzt und unnatürlich sind wie die zweite Ebene des Leids, das verstehen die meisten Menschen gar nicht. Und ja, die bleiben ihr Leben lang habgierig. Und diese Habgier macht eben unbeugsam im Hinblick darauf, wie ich die Dinge haben möchte. Es entsteht eine Starrheit, eine Borniertheit und eine fixe Idee, wie Dinge sein müssen. Dann gibt es den Hass. Eine Emotion gegenüber Andersdenkenden oder sogar allein ein negatives Gefühl oder über eine These oder einen Gedanken oder eine generelle Idee, die man hasst, die gar nicht einer speziellen Person zugeordnet werden muss. Die Grundlage des Hasses ist das Denken in richtig und in falsch. Denn was falsch ist, verdient in den Augen vieler Menschen gehasst zu werden. Dieser Hass ist meist die Kanalisierung des Ärgers und der Gestörtheit hinsichtlich anderer Situationen im Leben, die ebenfalls nicht natürlich aufgenommen werden, sozusagen projiziert auf irgendeine falsche Idee, einen falschen Menschen oder irgendwas Hassenswertes. Die Intoleranz und die Starrheit der Habgier fließen dabei natürlich auch mit hinein. Und dann als letzten, dritten Punkt kommt die Verblendung, die zweite Ebene des Leids auch zu einem großen Teil mit generiert. Die Verblendung, das ist die persönliche Ebene, dass man so stark geblendet ist, dass man sich selber angegriffen fühlt von Dingen, die anders sind, von Menschen, die andere Ideen haben und dass man sich sogar bedroht fühlt von Dingen, die gar nicht existieren. Gedankenkonstrukte, wie sein eigenes Leben bedroht wird, werden ebenso geschaffen wie das geistige Bilden von Verschwörungen, wo keine existieren. Der ganze Bereich der Verschwörungstheorien ist ein Paradebeispiel für die zweite Ebene des Leids und der damit einhergehend Verblendung. Traurigerweise geht dies sogar so weit, dass diese zweite Ebene auch dann generiert wird, wenn die erste Ebene nicht nur nicht existiert, sondern wenn sie in Wirklichkeit positiv ist und damit das komplette Gegenteil von Leid initiieren müsste. Gutes Beispiel ist ein ehrlich gemeintes Kompliment einer anderen Person, was man selber so interpretiert, dass der andere irgendwas von einem möchte und mich gerade jetzt genau versucht zu manipulieren. Und das mag sich jetzt von außen betrachtet amüsant anhören, aber de facto wird jeder von uns schon mal in einer Situation gewesen sein, wo er die Situation negativ bewertet hat, also eine zweite Ebene des Leids geschaffen hat, die eben eigentlich positiv war. Also mein Anliegen heute an Euch, separiert gedanklich ganz klar, wenn Ihr Leid spürt, ob das ein Leid der ersten Ebene und damit natürlich tatsächlich ist, real, wo ihr auch etwas tun müsst und Euer Körper gerechtfertigte und natürlicherweise in einen anderen Zustand versetzt werden sollte, oder ob es ein Leid der zweiten Ebene ist, also ein Leid, was von Euch und Eurem neuronalen Netzen geschaffen wurde. Wenn Euch interessiert, wie das Leid und der damit einhergehende Leidenskreislauf biochemisch funktioniert und warum Ihr diese zweite Ebene des Leids immer wieder gerne in Euren Kopf generiert, dann hinterlasst mir einen Kommentar und dann gibt es zu dem Thema auch noch die biochemische Seite, die exakt zum selben Schluss kommt, aber das eben wissenschaftlich untermauert und daher auf einer anderen Ebene der Bewusstheit agiert. Ich hoffe, Ihr konntet Euch was mitnehmen und wünsche Euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.